Dann recht herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Recht herzlich willkommen auch auf Jahn TV zur Pressekonferenz vor dem 18. Spieltag, Markus. Ihr empfangt am Samstag um 14 Uhr Rot-Weiß Oberhausen im Jahnstadion. Zunächst wie immer die Frage nach dem Kader. Mario Neunaber hatte Probleme, Stefan Binder ist letztes Mal noch nicht zum Einsatz gekommen. Wie schaut's aus? Können die beiden spielen und sind noch weitere Spieler angeschlagen oder verletzt? Nee, Binder ist hundertprozentig fit, er ist die ganze Woche im Training. Er wird dabei sein und Mario Neunaber müssen wir abwarten. Ich sage mal eher nicht, er hat sich an der Muskulatur verletzt am Dienstag im Training. Er war jetzt bei Klaus Eder und Andi Neukirchen in Behandlung. Mal schauen, wie es heute aussieht und morgen eben am Abschlusstraining, aber damit er dabei sein kann. Ansonsten haben wir kleinere Probleme, Schweinsteiger hat einen Schlag bekommen, Heiner hat einen Schlag bekommen, so kleinere Wehwehchen, Philipp hat einen Schlag bekommen, also so kleinere Blessuren, aber ich gehe davon aus, dass jeder auf die Zähne beißt und am Samstag dann auch hundertprozentig fit ist. Okay, wenn Neuner aber wirklich ausfallen sollte, was wären deine Optionen für die Position? Ja, Bastian Achleiner könnte im Zentrum spielen, Binder dafür auf links, könnte dafür mit CS spielen. Das sind die zwei, drei Varianten, die wir haben. Okay, kommen wir zum Gegner. Es ist, glaube ich, allen bekannt, dass Mario Basler Rot-Weiß Oberhausen übernommen hat vor drei Spielen. War auch in Regensburg Trainer. Ich glaube, ihr kennt euch auch persönlich noch aus der Zeit, oder? Ja, wir kennen uns aus der Regensburger Zeit. Ich habe ihn vorher schon als Spieler kennengelernt bei Bayern München. Als Trainer, Kollege praktisch haben wir gegeneinander schon gespielt im letzten Jahr in Burghausen. Ich freue mich, dass wir ihn wieder sehen am Samstag, aber im Endeffekt geht es darum, dass wir gewinnen, dann ist die Freude groß. Wenn wir das Spiel nicht gewinnen können, dann sind wir nicht zufrieden und das ist einfach das Ziel. Habt ihr jetzt vor dem Spiel schon Kontakt gehabt? Ging eine SMS raus oder irgendwas? Oder? Nein. Funkstille? Wir haben nicht so viel Kontakt, sondern immer wieder und gelegentlich und vor dem Spiel wird es auch keinen Kontakt mehr geben. Okay, jetzt ist Rot-Weiß Oberhausen natürlich nicht nur Mario Basler. Was sind die Stärken, was sind vielleicht die Schwächen von Rot-Weiß Oberhausen? Wie können wir sie am Samstag knacken? Das ist ein Zweitliga-Absteiger, der einige Spieler noch mit dabei hat aus den Zweitliga-Zeiten. Dementsprechend brauchen wir über die Qualität gar nicht diskutieren. Sie haben es einfach am Anfang der Saison nicht geschafft, ihre individuelle Klasse da als Mannschaft rüberzubringen. Jetzt haben sie mit dem Trainerwechsel einen neuen Schwung. Sie haben zu Hause gegen Wien Wiesbaden, gegen den Geheimfavoriten 2:1 gewonnen. Das spricht für sich. Dementsprechend gefährlich ist das Spiel. Sie stecken hinten drin und wollen unbedingt vor Weihnachten noch aus der Abstiegsregion da raus. Und dementsprechend werden sie auch auftreten. Aber wir müssen den Gegner hundertprozentig ernst nehmen und sind gewarnt. Alles klar, Markus, vielen Dank. Das war's von meiner Seite aus. Dann übergebe ich das Wort an Heinz Reichenwalder von der Mittelbayerischen Zeitung. Ja. Bei der Aufzählung der Verletzten ist mir der Demi abgegangen. Er ist ja gestern wieder hundertprozentig im Training. Ist wieder ist fit. Demi, wieder fit. Okay. Falls neun aber ausfällt, würdest du wieder dieselbe Besetzung wählen wie zuletzt in Chemnitz? Weil du magst ein bisschen Konstanz, Kontinuität. Oder ist der Binder gesetzt? Nein, jetzt müssen wir erst mal abwarten, was mit Neuner aber ist. Es werden beide Varianten möglich, aber im Endeffekt wird entscheiden, wie die Muskulatur von Neuner aber hält. Wir werden kein Risiko eingehen. Wenn es ein bisschen ein Risiko gibt, dann wird er nicht spielen. Wenn er hundertprozentig fit ist, dann werde ich es mir überlegen. Und das wird der ausschlaggebende Punkt sein für die endgültige Aufstellung. Und dann spielt eben entweder Binder oder Neuner aber und Nachreiner dementsprechend. Okay. Muskuläre Probleme, wo? In der Wade oder im Oberschenkel? Im Oberschenkel, ja. Vorderseite. Okay. Mit Rot-Weiß Oberhausen, wie du schon gesagt hast, kommt ein ungefährlicher Gegner. Auch aus dem Grund, weil ihr zu Hause ein Spiel machen müsst, der Zusatz verpflichtet. Und die kommen als schlechteste Auswärtsmannschaft, die haben da keinen Auswärtsweg. Die haben jetzt zwei Punkte und das ist bei euch immer dann eine besondere Geschichte. Weil Erfurt ist ohne Auswärtserfolg, ohne Auswärtspunkt gekommen und Bielefeld, glaube ich, ohne Auswärtstor. Mhm. Ja, okay, man muss warnen, weil ihr tat euch da gern schwer mit einem zweiten Gegner, oder? Ja, aber die Mannschaft weiß, um was es geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Rot-Weiß Oberhausen unterschätzt, auch wenn sie mit einer schlechten Bilanz hierher kommen. Aber solche Spiele sind oft undankbar, man muss das Spiel machen, da haben wir grundsätzlich Probleme, dann vorne uns die Torschancen herauszuarbeiten.
die notwendige Konsequenz an den Tag zu legen. Wenn wir das machen, wenn wir kaltschnäuzig sind vom Tor, wenn wir nicht zu viele Chancen für ein Tor auch brauchen, dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das Spiel gewinnen können. Aber es wird ein sehr, sehr hartes Stück Arbeit und Oberhausen ist im Konter mit Sicherheit gefährlich und wird uns alles abverlangen. Ich meine, die kommen mit der Empfehlung Wien, Wiesbaden geschlagen zu haben. Also die haben sie sicherlich nicht aufgegeben. Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass sie jetzt erst nochmal Rückenwind bekommen haben, dass sie trotz vieler Ausfälle Wien Wiesbaden geschlagen haben. Lauter junge Burschen jetzt auch in der Mannschaft drin haben, die hierher kommen und wenig zu verlieren haben, sondern sie wollen unten raus und dementsprechend gefährlich ist das Spiel. Ja, angeblich fallen ihnen auch Spieler. Die haben immer einer Regierung schon gefehlt, ob die Stammspieler sind, das entzieht sich meiner Erkenntnis. Ja. Also auch die haben es auf einer gewissen Ausfallliste. Okay. Wie hast du das Spiel in Chemnitz und das Ergebnis abgehandelt in der Nachbesprechung? Ähnlich wie es in der Pressekonferenz nach dem Spiel schon angedeutet hat, dass wir erste Halbzeit nicht so gut gespielt haben, dass wir aber in Führung gegangen sind und dann uns immer mehr gesteigert haben, die entscheidenden Tore zum richtigen Zeitpunkt auch erzielt haben und zweite Halbzeit ordentlich gespielt haben und auf der Leistung müssen wir anknüpfen am Samstag. Wenn uns das gelingt, dann sind wir sehr, sehr selbstbewusst und sehr, sehr heimstark natürlich in dieser Saison auch schon gewesen, dann hoffe ich schon, mit einer entsprechenden Leistung oder mit der gleichen Leistung wie in den letzten Spielen dann auch Oberhausen schlagen zu können. Ich glaube, das einzige Aufeinandertreffen, was ich noch in Erinnerung habe gegen Oberhausen, das war in der zweiten Liga. Das war einmal ganz unglücklich vom Zeitpunkt der 1-2 Niederlage in Oberhausen. Und da waren wir es nicht mehr. Ich glaube, das ist unentschieden ausgegangen. Warst du da dabei? Ob ich da dabei war, weil im Kader, Zweitliga, ja, war ich auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Ausdruck dich. Gut. Alles klar, Heinz, vielen Dank. Dann gibt es noch weitere Fragen. Das ist vielleicht dabei. Eine noch. Ja. Ihr habt das Ortestspiel, glaube ich, schon fix gegen Red Bull Salzburg. Habt ihr noch eins auf der Agenda, das schon fix ist? Nein. Noch nicht. Ein Trainingslager ist auch noch nicht. Hundertprozentig nicht. Noch nicht. Okay. Alles klar, dann. Recht herzlichen Dank auch fürs Zuschauen und Markus, wie immer, viel Glück am Samstag gegen Oberhausen. Dankeschön. Der Müller, der Philipp.